schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger, Trader und Stereo Trader Erfinder oder wie mein Kollege Florian sagen würde, Mr. Stereo Trader. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und ich lese gerade hier Ton weg. Ist das bei allen so oder nur bei einem Teilnehmer? Oder bin ich weiterhin zu hören? Okay, Ton scheint also noch zu laufen. Perfekt. Ja, ich weiß, gar nicht mehr, ob ich mich vorgestellt habe oder nicht. Ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto und wir gehen direkt mal rüber zu den Risikohinweisen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Auch wie immer. Und dürfen bitte dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Dirk heute vielleicht den einen oder anderen Trade macht. Ja, das ist ganz wichtig. Gut, dann genug der Vorrede hier. Lieber Dirk, ich übergebe jetzt den Bildschirm und wünsche selbstverständlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. So, also Bildschirm müsste da sein, ne? Monitor 2 ist richtig, ja. Gut. So, da sage ich an der Stelle auch mal Hallo, Moin und herzlich willkommen hier endlich wieder zum Live-Trading bei FX Flat. Ich habe mit dem Florian immer Scherze, der muss immer kurz die Luft anhalten, wenn ich den Broker erwähne. Aber passt ja, ist soweit. So, ich hoffe, man kann mich auch gut hören. Und dann jetzt vielleicht sogar auch sehen, wenn ich hier irgendwas richtig gemacht habe von der Technik. Hier nicht aus der Ecke, sondern heute in groß. Da ich ja zwischendurch beim Friseur war, geht das ja auch wieder. Das ging ja mal eine Zeit lang nicht. Aber jetzt hat sich das Problem ja gegessen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle fit. Und wie der Nelson schon gesagt hat, ne, alles keine Empfehlung. Ganz, 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 ganz wichtig. Auch wenn es im Schnitt ja glücklicherweise ja auch aufgeht, die ganzen Geschichten hier, das ganze Live-Trading. Das heißt aber nicht, dass jeder Einzelne aufgeht. Und es heißt leider auch nicht, selbst wenn es aufgeht, dass ich den hier im Live-Trading dann auch beenden kann, den Trade, wenn ich halt mit irgendeiner Idee um die Ecke komme, wo ich sage, das und das ist plausibel und das passiert wahrscheinlich. Und auch, wie gesagt, wenn es aufgeht, heißt nicht, dass es in dem Webinar aufgeht, weil das die Herausforderung, die man ja einfach immer hat. Wenn man halt Webinare macht, so wie wir mit Live-Trading, ist ja, dass man halt innerhalb des Zeitfensters, ja, von dem Webinar an der Stelle dann halt eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde, dass es da eben auch zeitlich aufgehen muss. Und das ist natürlich nicht immer gegeben. So, der Markt ist heute spannend, um es mal positiv auszudrücken. Es könnte aber auch anstrengend werden, die ganze Nummer hier. Also, ich fange mal an. Linke Seite. Im Daily der DAX. So, was man halt schön sieht, was mich natürlich freut, wer halt meinen Blog ja auch liest und der kennt ja auch meine orangenen Levels und was ich dazu halt immer sage, ich sage mal, legt euch nicht mit den Dingern an, weil es kommt nichts bei raus. Und da habe ich ja halt gesagt, hier 410 und wenn die 12.113 erstmal unterstritten ist, kriegen wir als nächstes die 840 und vorher halt nichts mehr. Das heißt, die ganze Strecke hat auch wieder gepasst. Also bis zu 410 hatte ich ja letztens im Livestream ja auch den Short gehandelt von da oben runter irgendwo. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo er war. Und jetzt haben wir halt hier das Ganze nach unten fortgesetzt. Und bei 840 hatte ich auch geschrieben, da darf der DAX auch gerne mal Gegenreaktion zeigen und da darf es auch wieder, mal wieder in die andere Richtung gehen. Den Dow parallel dazu. Den habe ich wohl auch recht gut getroffen, vor allen Dingen gestern. Also da hatte ich ja die ganze Zeit hier dieses Corona-Gap, ich nenne es mal so, im Auge, weil das ist halt genau der Bereich, wo das damals gestartet ist, als der Corona-Crash losgegangen ist. Das heißt, hier haben wir ein Gap gemacht und ab da ging es dann halt irgendwie 10.000 Punkte in den Keller. Und da habe ich halt auch gesagt, die ganze Zeit in dem Short, in dem Move, wo er da runterkommt, ist das das Target. Also die Oberseite wird nicht reichen, das hatte ich auch nochmal im Blog geschrieben, sondern gesagt, da fehlt eigentlich unten noch ein kleines Stück. Und das hat er gemacht. Und zwar hat er am Freitag hier genau auf der Unterseite geschlossen. Da habe ich noch gesagt, oh, wenn der jetzt womöglich noch mit einem Downgap hier eröffnet,
Und das hat er sogar. Und das hat irgendwie, wenn der Markt dann auch darunter bleibt, und dann kann es ganz schön übel ausgehen. Und deswegen hatte ich auch gestern geschrieben, wenn der Markt hier unten, also wenn sich die, deswegen, ich muss den Daumen mal ein bisschen hier vorziehen, weil der natürlich so ein bisschen die Hosen anhat seit gestern. Und also wenn die Tageskerze sich nochmal rot färbt und dann besser nicht mehr nach Long suchen, weil dann kann es ganz schön ungemütlich werden. Das hat er aber nicht gemacht. Und ich hatte auch geschrieben, wenn der sich im H1 allein wieder über dem Corona-Gap aufhalten kann, etablieren kann. Und dann ist halt eben auch der Weg eigentlich frei bis zum Vorwochen-Entry, Open zumindest. Und womöglich halt auch eben bis zu 30.000. Und das passt extrem gut. Das hat wirklich genau gepasst. Und das sieht man hier auch. Also ist leider nur weggeblendet, das Gap an sich. Also hier im H1, da unten war es jetzt irgendwo das Gap an der Stelle. Es müsste so ungefähr in dem Bereich hier sein, wo er hier aufgesetzt hat. Und da sieht man halt einmal ein H1 drüber geschlossen und zack, läuft das Ding halt drauf bis zum Open von der Vorwoche. Also die ganze Strecke irgendwie 1000 Punkte von unten nach oben hat er da am Stück zurückgelegt. Das hatte ich halt gestern geschrieben. Das hat halt dann auch perfekt gepasst. Da musste ich halt ein Update nachreichen um 8:30 Uhr, ne, weil ich ja nachts nicht wusste, okay, halten wir uns da drunter auf oder eben da drüber. Und das habe ich um 8:30 Uhr abgedatet. Habe auch selber noch versucht, den Long hier zu erwischen ab der 781. Das war auch soweit richtig, aber irgendwann ist er mir auf den Keks gegangen, dann habe ich ihn aufgelöst. Weil ich wollte eigentlich erstmal nur bis zur 960, also irgendwo hier in dem Bereich. Und weiter habe ich gar nicht gedacht. Ne? Aber letzten Endes hat er sich an das gehalten, was ich im Blog geschrieben habe, hat eben das ganze Programm nach oben halt abgespult. So, und wir sehen jetzt halt hier in den beiden Märkten, der DAX vor allen Dingen, der prallt halt wieder ab an der 410 wahrscheinlich und geht von dort höchstwahrscheinlich, würde ich mal tippen, wieder runter auf die 113. So, und der Dow, der würde eigentlich dazu passen. Auch wenn der jetzt hier erstmal so super long aussieht, wir haben aber nichtsdestotrotz natürlich hier einen Squeeze. Habe ich ihm auch im Blog nochmal darauf hingewiesen, weil wir einfach keine Korrekturen gemacht haben gestern. Das heißt, der könnte jetzt hier auch erstmal fertig sein und die ganze Geschichte könnte halt nochmal runterkommen. Es kann natürlich jetzt sein, dass der DAX jetzt hier mit dem Squeeze einen draufsetzt über die 410 und dann hier oben irgendwo bis auf die 596 läuft. Dort wäre dann jetzt auch ungefähr der SMA 20 im Daily. Das heißt, das wäre schon ein plausibles Ziel. Das heißt, muss man ein bisschen aufpassen, aber wenn das Ganze nachhaltig sein soll vom Anstieg her, dann muss der Markt eigentlich korrigieren. Also der Dow natürlich dann ganz genauso. Und dann kann man unten nochmal ansetzen und dann eben nach oben laufen. Ich hatte auch, da muss ich auch nochmal den Dow hernehmen, weil der DAX ja gestern halt zu war, also zumindest mal der Kassa-DAX, der war zu. Und weil da fehlt jetzt natürlich so ein bisschen was. Und im Dow ist es halt eben so, also dass der hier oben eben auch an das Vorwochenhoch anstößt, ja, und der halt auch nicht korrigiert hat. Und das heißt, wenn beides hier parallel laufen soll oder in der Korrelation, könnte das halt passen. Trotzdem muss man ein bisschen aufpassen gleich, ne, weil das kann natürlich halt hier schon jetzt auch ordentlich nach oben drücken im DAX, weil er halt eben hier mit einem Kassa-Gap reinkommt, mit einem relativ ordentlichen. Hat jemand den Kassaschluss vom Freitag und kann den vielleicht mal hier ganz kurz in die Kommentare schreiben? Das würde nämlich tatsächlich helfen. Ich habe den nämlich hier jetzt gerade nicht. Den DAX, genau. DAX-Kassaschluss vom Freitag. Der wäre gerade echt sehr hilfreich. 114, ja, das heißt, wir kommen hier mit, ja, oder die Waldfee, ne? 250 Punkten. Nee, nicht von gestern, von Freitag, sage ich ja. Ne? Wir kommen hier mit 200 irgendwas Punkten Aufwärtsgap in den DAX rein. Das heißt, der kann schon allein deswegen hier jetzt erstmal ordentlich nach oben knallen. Ja. Und von daher wäre das jetzt nicht weiter verwunderlich. Ne? Da kann der Dow hier auch noch oben einen dran setzen, weil, also hier im H1 bin ich ja mittlerweile auch im Dow hier. Da fehlt halt schon nochmal so ein Spike, ne? So irgendwie so ein kleines Ding irgendwo hin. Und wenn es nur irgendwie ein paar Punkte sind, um die Nummer hier abzuschließen, weil einfach hier komplett runterkippen, eher unwahrscheinlich. Von daher, das wird man wahrscheinlich dann mal erstmal kurz abwarten müssen, so die ersten 15 Minuten, und dann halt mal sehen, ob der Markt sich halt in der Richtung halten kann, wo er
da halt erstmal hinsprintet. Ne? Aber die 410 ist hier natürlich jetzt klar nur im Future über Nacht, aber schon wieder extrem deutlich. Ne? Und dass da halt, Kasse war doch gestern offen. Kasse war gestern nicht offen. Gestern war die Kasse gestern offen? Nee, ne? Gestern war nur der Future offen. So, ne, also wieder extrem deutlich. Das heißt, generell ist die Reise schon die 410 bis 1213. Heißt aber, wie gesagt, nicht, dass der jetzt hier nicht trotzdem auch hier hoch spiken kann und dann von nachher wieder da runter drücken kann. Das heißt, dass wir möglicherweise irgendwie so eine Bewegung halt kriegen, sowas dann halt. Und dann wir von da halt dahin wieder zurücklaufen. Und das würde halt zum DAU halt auch super, ebenfalls super passen. Also ganz einfach so weiter rauf. Komplett eben durchs Dach glaube ich nicht dran. Aber werden wir gleich halt sehen müssen, ob das dann auch so aufgeht. Das hier ist der Daily wohlgemerkt, ne? Das heißt, da muss man dann noch mal ein bisschen um die Ecke denken, was das jetzt dann halt für die Stunde bedeutet. Da bin ich wirklich mal gespannt. Also das kann gleich echt interessant werden. Gut, alright. So, wir haben noch irgendwie 5 Minuten bis zur Kasse. Warte mal ganz kurz. Ist hier noch jemand im Raum? Nee. Weil irgendwie ist mein Fenster da drüben auf und mir frieren hier die Füße ab. So, also Reaktion haben wir auf jeden Fall jetzt hier gerade schon die ersten paar Minuten, bevor die Kasse jetzt hier an den Start kommt bei der 366. So, ja, hier ist nämlich gerade noch ein bisschen Bewegung im Raum. Ich mache das ja, ich habe ja kein externes Büro, sondern macht das ja tatsächlich von zu Hause, vom Tisch aus. Und deswegen bin ich ja gerade ein bisschen am Rumgucken, was sich hier bewegt. Okay, also nicht irritieren lassen. Also 3, 6, 6, das sind jetzt hier einfach nur die Triggermarken aus dem Live-Chart. Können natürlich auch jetzt bedeuten, wenn wir unter 3, 6, 6 schließen, dass wir halt dann erstmal doch einen Sprung nach unten machen. Also was auch immer kommt, ich versuche es mitzunehmen. Und dann halt auch relativ früh im Markt zu sein. Aber wie gesagt, bitte nicht nachmachen, ja. Handel war normal gestern, echt? Ja, bei investing.com hat er offen. Ja, das kann ja sein. Das ist aber jetzt nicht unbedingt der Kassa. Nein, nein, gestern war offen, Dirk. Die Kasse war offen gestern. Krass. Okay, gut. Ich habe echt gedacht, gestern wäre nur der Future gelaufen. Wir hatten noch Feiertag. Seit wann ist denn die Kasse offen am Feiertag? Ja, gestern war kein Börsenfeiertag. Ja, nee, das nicht. Aber ich meine, Feiertag ist halt Feiertag. Deswegen, das wundert mich. Aber gut. Ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren. Ich glaube euch ja. Ist ja gut, ist ja gut. Also, das heißt, gut, Kassaschluss von gestern, den kriege ich natürlich hier auch. So, aber trotzdem, ne? Das ist eine Etage tiefer auf jeden Fall. Das heißt, auch da kommt die Kasse mit einem deutlichen Gap rein. So, also mit einem Aufwärtsgap halt, ne? Das heißt, könnte jetzt hier schon nochmal irgendwie einen Sprung da nach oben halt gleich geben, direkt mit der Eröffnung. So, und dann gehe ich mal rüber auf die Kasse. Could you close the door, please? The door. Ja, thanks. So, also hier unten auch nochmal der H1, hier unten im kleineren Bild, aber man sieht halt schon, ne, die 366 scheint erstmal zu halten. Das heißt, wenn man jetzt hier irgendwie todesmutig ist, könnte man natürlich auch direkt, wenn der hier über 366 schließt, und man sieht es ja auch hier, ne, den Support, könnte man tatsächlich auch direkt mal eine Runde long gehen. Also nach Legende wird es auf jeden Fall passen. Hier oben könnt's, wenn ich M15 angucke, könnte es noch ein bisschen Gezacker geben. Aber ich bin mal gespannt. Ich gucke mal, wie er jetzt hier aufmacht. Und wie gesagt, vielleicht einfach mit einer kleinen Position oder eben skaliert. Na, hier nochmal ein kleiner Aufsetzer, das ist okay. Aber könnte tatsächlich jetzt hier auch direkt reagieren. Komm, ich mache das mal. Bitte nicht nachmachen. Ne? Ich lasse dem hier unten jetzt ein bisschen Luft. Wenn wir reden über den DAX, der macht ja auch gern mal Schweinkram. Sieht jetzt hier natürlich mehr aus, als es ist, ne? Weil so wahnsinnig viel ist es jetzt nicht an Punkten.
So, hier unten mal das VAL oder halt eben den R2. Um so ein bisschen was drin zu lassen, weil klar, ne, ich meine, hier, wenn die Kasse aufmacht, das sind hier nur jetzt gerade irgendwie 10 Punkte. Und dann wird es halt immer gern mal ein bisschen wild. Aber wäre schon denkbar, ne, jetzt, dass wir hier einfach nur auf dem VAL da unten auch aufsetzen, wenn wir überhaupt hinkommen und dass der Markt dann halt direkt erstmal sich wieder auf der Oberseite versucht. Je weiter dann kommt, steht natürlich auf dem anderen Blatt, ne, aber. Gucken. Also, das kann so ein bisschen choppy sein jetzt erstmal. Aber so zumindest mal irgendwie eins. Also generell, ne, wie gesagt, wenn das nachhaltig sein soll, dann muss er eigentlich korrigieren. Trotzdem kann er auch beides machen, nämlich erstmal hier eine Reaktion mit dem Gap. Also das heißt, erstmal nach oben laufen, und dann halt oben noch so die Reste erstmal halt rausdrücken und dann halt später korrigieren. Das wäre natürlich jetzt so mein Wunsch-Szenario, ne? Also erstmal kurz rauf und dann später ansetzen zur Korrektur, ne? Aber wir sehen halt auch hier eben im Außenstab vom H1, dass er ja, da auch halt hier oben nicht unterhalb des Außenstabs ja dann auch geschlossen hat. Auch das würde Sinn machen, dass er dann hier halt erstmal den versucht nach oben zu verlängern, auch wenn da jetzt die 410 ist, spielt da jetzt für mich jetzt erstmal keine Rolle. Wie gesagt, ich versuche halt hier nur die möglichst wahrscheinlichste oder die wahrscheinlichste Reaktion von dem Kassa Aufwärtsgap einzufangen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Also hier unten ist Value Area Low, ne? Da kann auch jetzt gerne nochmal hindrücken. Wäre natürlich dann ein bisschen doof, wenn er dann einfach unten durchfällt. Das ist halt auch klar, ne? So, aber die ersten 5 Minuten sind ja jetzt erstmal relativ verhalten. Mal gucken, ob die nicht doch wieder gleich oben rausziehen. Aber es ist so ein bisschen wackelig erstmal jetzt nur, ne? Also das hier sind halt jetzt irgendwie, ne, klar, vom Stop sind das 50 Punkte, aber ich versuche den ja halt eben hier auch so ein bisschen zu skalieren. Das heißt, die Position verteilt zusammenzubauen und dann hier halt hier möglichst auch den besseren Entry zu kriegen, weil ich habe hier war natürlich vielleicht so ein bisschen unglücklich drauf geglückt, ja. Geklickt. Aber heißt ja erstmal nichts. So, und das heißt auch hier oben, wenn er hier oben drüber gehen würde, könnte man den auch verlängern und dann kann man mal gucken, ob man da oben halt irgendwie ein bisschen weiterkommt. Ich habe hier so ein bisschen Stress mit meiner Internetverbindung, wie das aussieht. Ist so ein bisschen zäh. Was macht eine Dauer eigentlich parallel? Ah, klebt da auch erstmal dran, okay. Aber auch eben nur an der letzten Aufwärtsbewegung, da wäre es halt auch plausibel, wenn der halt erstmal jetzt hier auch noch versucht, noch eins oben drauf zu setzen und dann halt sehen, dass wir da irgendwo das Ding halt drehen. Ne? Aber wir werden es herausfinden. So, gerade mal gucken. Ja. Mal den F-DAX, dass wir das richtige Volumen auch hier haben. So, für die, die das vielleicht noch nicht gesehen haben. Also ich handle halt hier immer den CFD und habe aber das Volumen, was man hier sieht und auch das Orderbuch kommt dann eben aus dem F-DAX. Ne? So, weil hier sieht man ja das Orderbuch. Wie gesagt, das hat einfach nur aus dem F-DAX hier über den CFD drüber gemappt. Das sind solche Gimmicks, die man mit dem Stereo Trader halt eben machen kann, ne? So dass man halt eben hier nicht auf das Tickvolumen dann angewiesen ist. Und geht aber nur mit einem Broker, der halt eben auch die Futures gleichzeitig für den MT5 anbietet und ansonsten halt nicht. Aber das ist ja bei FXLet der Fall. Von daher uneingeschränkte Empfehlung. Also nicht, was den Long angeht. Nicht falsch verstehen. Ja, den sowieso. Nein, natürlich nicht. Ach, was macht er denn jetzt hier? Komm, DAX.
Zieh doch mal kurz da oben raus. Und dann ist es doch gut. Sieht noch so ein bisschen merkwürdig aus. Hier dattelt so ein bisschen auf der Stelle rum. Ich hoffe, da kommt es nicht runter, komplett runtergekippt. Also gerne darf er mich da unten noch abholen. Da hätte ich überhaupt gar nichts dagegen. Bevor er dann halt irgendwie rauf geht. Aber da ist ja gerade überhaupt nichts los. Nee, vor allen Dingen wäre natürlich dann halt auch interessant zu sehen, was die 410 dann da oben treibt und ob die dann helfen würde, den Markt da oben durch zu befördern oder ob die uns dann tatsächlich einfach nur abweist. Aber das ja sieht schon fast so ein bisschen aus wie eine Nummer, die halt irgendwie zum auf letzten Drücker aufgeht von der Stunde. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Aber wenn, dann kann ich es halt eben auch nicht ändern. Also was mir jetzt hier natürlich nicht so gefällt, das ist jetzt nur der kleine Timeframe, ist, dass wir unter dem SMA20 im M5 darum hängen, aber auf der anderen Seite über oder am im 15. Ne? Also, aber hier Trend Long, klar, da wahrscheinlich auch. Nee, das ist okay, gibt es hier einen kleinen Knick. Der irritiert mich aber jetzt erstmal weiter nicht, weil der M5 natürlich keiner nicht sonderlich viel Aussagekraft hat. Also zumindest jetzt nicht während der Kasseeröffnung, was jetzt halt einen Trend angeht, ne? Weil da wird ja gerne mal irgendwie in alle Richtungen mal ausgeschlagen. Aber so ein bisschen Bewegung finde ich ist dann schon nicht so schlecht. Na, so ein bisschen mehr. Ich muss mir mal irgendwie auf dem Handy den DAU irgendwie parallel aufmachen, um den nicht aus dem Auge zu verlieren. Ja, so. Also, dann schauen wir mal da oben vorbei. Ne? Gehen wir mal gucken, was die 410 uns da oben erzählen will. Ich hoffe doch zumindest, dass wir da jetzt auch raufkommen. Und ich hier nicht nur blöd eingestoppt wurde. Na oh gut, lassen wir ihn noch ein bisschen wackeln. Also einmal hochspiken müsste er eigentlich schon. Also hier so ein bisschen mit Bums. Stop bleibt jetzt erstmal da, wo er ist. Aber hier passiert ja noch nicht so wirklich viel gerade. Die trauen sich nicht, ne, da drüben. Der DAU ist irgendwie gerade 30 Punkte. Obwohl zu viel weniger. Der DAX ist jetzt auch gerade nicht gemacht, ne? So. Steht hier. Also, okay. Tja, 5 Punkte gibt es schon mal in Summe. Aber das kann es ja jetzt nicht wirklich gewesen sein. Also, er darf schon einmal da oben durch und raus auch. Also über die 410. Also zumindest das Hoch mal eben vom Future dann halt eben antesten. Ne? So, jetzt kommt er doch. Zumindest passiert doch mal ein bisschen was. Ich werde den jetzt hier mal absichern. Und dann würde ich jetzt wirklich gerne mal sehen, ob wir da oben unterstützt werden oder ob wir da scheitern. Da könnte man hier oben auch einfach mal einen Trading Stop dran setzen, wenn er das jetzt halt eben macht. So, 410, da sind wir. So, direkt eng absichern. Entweder knallen wir jetzt oben durch oder fliegen dann halt hier raus. So, Trading-Distanz habe ich hier erstmal auf 10, also dass es einfach mal irgendwo ist, aber sieht so ein bisschen aus, als gäbe es da oben nicht so viel zu holen. Eine Pivot hier, gut, fliege jetzt erstmal raus, aber okay. Ne? Das waren ja ein paar Punkte. Das hat doch schon mal gepasst. So, aber hier jetzt echt, ne, das meine ich ja. Ne? Ich bin mal gespannt, was die 410 macht. Das war jetzt auch der eigentliche Ansatz. Und es bringt auch für meine Begriffe nichts, da dann großartig irgendwie mit einem größeren Stop dagegen zu halten, weil die zeigt eigentlich immer recht deutlich und recht genau, was halt eben passiert. Und kann auch genauso gut sein, dass wir jetzt hier einfach direkt runterkippen. Ne? Das kann ganz genauso gut passieren. Und ich gucke mal gerade, aber den würde ich jetzt nicht direkt hier oben machen, sondern warte mal die 15 Minuten ab. Und dann
sieht man es ja ein bisschen besser. Ja, 23,6 in Summe dann halt eben, ne, an Punkten mit zwei Positionen. Also klar, von dem ersten Long war es natürlich mehr, da waren es halt irgendwie 40 Punkte oder so. Aber es passt doch. So, der Dow, was treibt er? Also versucht hier über die 800, baut sich da oben ein Spike. Das meinte ich eben eigentlich auch, ne? So ein Ding fehlt im Dow. Also das heißt, das wäre für mich jetzt tatsächlich hier auch ein Short-Kandidat sogar. Den müsste man aber irgendwie ein bisschen lauer anfangen. Also von der Size. Ich gehe jetzt, das ist jetzt, also ne, der muss jetzt hier überhaupt gar nicht sofort aufgehen. Dem gebe ich aber ein bisschen Luft, lasse dem halt auch hier einen viel größeren Stop. Wird den auch da oben skalieren, weil der jetzt hier einfach auch mal fertig sein könnte, weil das halt eben fehlt. Trotzdem kann der jetzt natürlich auch daneben gehen, ne? Das ist halt schon klar. Also der braucht schon noch mal ein bisschen Nachdruck. Und von daher, den mal lasse ich den jetzt einfach mal so stehen. Hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen davon ab, dass der DAX jetzt hier eben nicht an der 410, dass er da halt nicht durchkommt, ne? Sondern dass wir jetzt erstmal da bleiben. Und da halt eben dann nichts mehr nachkommt. Aber da würde ich halt wirklich gucken, ob wir da einen Rücklauf halt hinkriegen. Wenn es denn so sein soll, statt jetzt da oben mit einer Limit dagegen zu halten, könnte man machen. Muss man aber auch sehr, sehr eng absichern, ne? Beziehungsweise hier mit einer Market dagegen halten, ne? Aber der kann auch mal irgendwie einen kleinen noch oben drauf setzen. Das täte jetzt auch nicht weh. Ja, da muss man auch nur gucken, was natürlich dann halt hier schöner wäre. Das wäre halt dann wirklich so ein kurzer Spike, ja. Also, dass er einmal hier oben durchsticht und dann halt wieder sofort zurückkommt. Und dann sieht das auch so ein bisschen, oder spricht das so ein bisschen die Sprache von fertig, da ist nichts mehr, ne? Deswegen jetzt hier eigentlich nicht unbedingt direkt Market dagegen. Das muss jetzt nicht sein. So, dann wäre ich sogar ja eher noch, das haben wir vorhin gesagt, im Daily da oben, der SMA20 im Daily. Das war eigentlich unklug. Also wenn die Geschichte hier langfristig, wenn die halt wirklich ein bisschen länger halten soll, dann wäre es eigentlich schon geschickter, wenn der DAX erstmal zur Korrektur ansetzt, bevor da halt irgendwie wirklich versucht, sich da oben durchs Dach zu drücken. So, also wir sehen so ein bisschen die Reaktion. Mir würde schon fast reichen, wenn wir jetzt halt hier im M1 da nochmal hier drunter schließen, unter der 410. Dann würde ich mir den fangen. Also dann würde ich da tatsächlich dagegen halten und dann gucken, dass wir auch zur Korrektur ansetzen und dann halt eben in Richtung Kassa Close von gestern kommen. Das wäre natürlich so das Wunschszenario. Mal gucken, ob das funktioniert. Jetzt hätte man auch sagen können, klar, man hätte ja auch die mal ganz durchhalten können, ja, ne? Also hier vom M15. Mir war aber eigentlich nur wichtig, dass wir halt hier den Impuls, dass wir den jetzt halt einfach einmal sehen, von der Kassa-Eröffnung. Deswegen bin ich ja da auch, ja genau, deswegen bin ich ja da auch long gegangen. Und mir war aber eben nicht klar, was bei der 410, was da halt sein würde. Und deswegen bin ich ja da auch erstmal dann raus, ne? Von daher passt das schon alles. Und der M15, auch wenn es nur noch 40 Sekunden sind, fertig ist da nichts, da kann genauso gut nochmal komplett runterkommen. Und das weiß ich halt eben nicht. Das weiß ja keiner von uns, ne? Und selbst wenn er nicht sofort runterkommt, der kann auch genauso gut wieder verkauft werden, wenn er eben einfach nur nicht hier oben über dem Hoch, was ja dann auch die 410 ist, von den letzten 15 Minuten halt eben schließt, ne? So, schauen wir mal, ob wir hier noch einen kriegen. Also, ne, ihr seht schon, ich bin hier auf der Short-Lauer und überhaupt nicht mehr long. Kann natürlich ein Fehler sein, ist klar, aber ich habe da so ein bisschen meine Zweifel dran. So, schließt also erstmal drüber. Aber entscheidend ist ja natürlich am Ende, was treibt die Stunde? So, hier nochmal die Reaktion. Also wie gesagt, mir würde tatsächlich reichen, M1 einmal darunter schließen. Das hier ist hier erstmal nur ein Aufsetzer.
Und das kann sich aber auch ganz schnell wieder die Rolle rückwärts machen. Ne? Sieht ja, also zumindest ist es halt hier schon relevant. Und vielleicht nicht so einfach. Aber die 410, auch für die, die vielleicht hier zum ersten Mal dabei sind, die kommt aus dem Brexit-Referendum. Ja, so alt ist das Ding. Also so alt sind die ganzen orangenen Levels, aber man sieht halt tatsächlich, lustigerweise, also es muss jetzt nichts mit Brexit zu tun haben, die ganze Geschichte, aber dort ist eben aufgefallen, dass halt irgendwie einer von den großen Jungs oder Mädels oder was auch immer, die den DAX da halt durch die Gegend schleudern, halt immer über Jahre an exakt den gleichen Punkten das Volumen in den Markt kippen. Oh, Alexa ist auch wieder da, schön. Das Volumen, hat man es gehört? Ja. Ja, sie redet wieder mit. Das Volumen in den Handel kippen über Jahre, ne? Und das ist ja halt auch mit so einem Grund, warum ich halt immer irgendwie ja auch sage, die Future-Kurse halte ich für total nicht relevant, ja. Also allein schon aus dem Ding hier, aus der Geschichte hier resultierend, ne, eben mit den über Jahre gleichbleibenden Levels, ja, weil der Future ändert sich ja in seinen Levels und durch die Finanzierungskosten eben. Und aber es kommt halt immer exakt auch auf den Tick, ja, zu den Kassa-Levels. Also kann es ja quasi nur so sein, dass halt die Algos dann umgerechnet sind auf Kassa, beziehungsweise halt die ganzen Trigger, die ganze Speisung von den Quotes und so weiter, dass die halt eher aus dem Kassa kommt, nicht eher, sondern da bin ich mir, ich bin mir da hundertprozentig sicher eigentlich, dass das aus dem Kassa kommt und im Future eben nur umgesetzt wird. Und wenn dann zum Beispiel halt solche Momente sind, wo es dann heißt, ja, aber im Future ist es jetzt gerade irgendwie eine runde Marke oder so, ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form relevant ist. Also jetzt nicht, was irgendwie größeres Volumen angeht, weil, wie gesagt, wie wäre es sonst möglich, dass halt Punkte, die halt, wie jetzt hier zum Beispiel die 410 oder eben auch die 840, dass die halt über Jahre wirklich auf den Tick genau funktionieren. Das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. So. Und vor allen Dingen, ich habe schon so oft auch hinbekommen, das war auch letztens so im Livestream, ne, da war es ja halt auch die 410, dann aber eben hier von der Unterseite. Wo dann wirklich auf den Tick genau dann halt eben auch, wo man sagen kann, ey, da wird es einen Point of Control geben. Und das heißt, der Footprint-Handel, ja, läuft ja da eigentlich da halt tatsächlich dann auch hinterher, weil das klingt jetzt natürlich für Orderflow-Händler alles sehr, sehr abenteuerlich, das ist mir schon klar. Aber wie oft war es halt eben schon so, dass halt das halt wirklich so war, dass man den Point of Control halt wirklich dann halt vorher ausmachen konnte, wo der nachher sein wird, wo sich die ganze Geschichte konzentriert. Und letzten Endes aber Footprint ja genau umgekehrt funktioniert, nämlich dass halt man ja halt nach dem handelt, was an Volumen da ist, aber man kann halt teilweise schon vorhersehen, wo das Volumen sein wird. Ne? Nee, nix long, long. Also, steht ja so. Nee, was die Alexa, nee, die sagt nicht long, long. Oh, ich darf den Namen nicht so laut sagen, dann will die gleich wieder mitmischen hier. So, also, was haben wir jetzt hier? Meint er das jetzt ernst? Aber sieht so ein bisschen so aus, als würden wir da oben jetzt noch einmal irgendwie einen dran setzen. Das finde ich aber gar nicht mal so gut, weil ich bin ja nicht dabei. Aber es ist schon relativ deutlich hier, ne? Mit der 410, wie genau das halt eben dann auch ist. Aber das heißt alles noch nichts. So, ich würde jetzt halt mal gucken. Also ich habe ja vorhin gesagt, SMA 20 im Daily wäre dann halt der nächstmögliche Punkt. Der ist natürlich noch, sind noch ein paar Meter nach oben, ne? So, aber gut, wenn er unbedingt meint, er muss das so machen, dann soll er das so machen. Das heißt, wir wären hier oben bei der 600 und
Moment, mal eben gucken. Hier ein bisschen genauer. Oh, da ist ein bisschen hochgelaufen. Okay. Bei der Event und Daily nochmal. Fünfhundertsechsundneunzig. Das sind fast 200 Punkte von hier. Das ist zu viel, oder? Nelson, was sagst du? Das Webinar, das war so nicht abgesprochen. So, das war erst für nächste Woche. Sorry. Ja, das da musst du noch mal bei euch dann noch mal nachhaken. Das ist so, das ist so, das geht so nicht. Also das ist jetzt zu hoch, das müssen wir jetzt irgendwie ändern. Das heißt, ihr braucht den Markt ein Stück weiter nach unten. So, also gucken wir uns hier mal einfach auch trotzdem im Daily. Nee, also 200 Punkte jetzt am Stück nach oben, ist heute Nachmittag kein Problem, ja, von mir aus. Aber wie gesagt, ne, das ist eigentlich, wenn unklug, wenn halt eben, wenn das Ganze irgendwie tatsächlich nachhaltig sein soll, dann ist das ziemlich unklug, am Stück durch die Decke zu laufen. Genau wie im DAU halt auch, ne? Der rennt hier vor sich hin und ohne zu korrigieren. Und da ist halt nur die Frage, wann gibt es da halt den nächsten deftigen Rücksetzer? Und das ist in der Regel dauert das nicht wahnsinnig lange. Weil ich sage ja immer halt, es gibt kein Immer und kein Nie beim Handel, außer was Squeezes angeht. Squeezes kommen immer zurück, immer. Ohne Ausnahme. Und von daher gesehen müssten wir im DAU eigentlich jetzt rund 700 Punkte runter. Von daher, also damit, wenn die ganze Geschichte nachhaltig laufen soll, ne, ich sage jetzt nicht, der muss jetzt ab hier ab 840 700 Punkte runter, das sage ich nicht. Ich sage nur, wenn die ganze Geschichte wirklich aufgehen soll, dann braucht es eine Korrektur, weil ansonsten, wenn je länger der nach Norden zieht und nicht korrigiert, umso unwahrscheinlicher wird es, dass das Ganze dann Bestand hat. Und umso wahrscheinlicher wird es, dass der nächste Rutsch nochmal eine Runde übler wird. Ne? Egal, wie die Tageskerze jetzt gerade aussieht, aber auch im Weekly, kann man mal zeigen, wie das sich darstellt. So, im Weekly versucht er jetzt hier gerade am Stück, ja, hier mal eben über die Wochenkerze drüber zu laufen. Da habe ich aber so meine Zweifel, dass das einfach so funktioniert und dann auch da stehen bleibt und dann weiterrennt. Und zwar aus dem H1 kommend, ohne Korrektur. Das glaube ich nicht. So, mal gucken, wo der jetzt dann hier irgendwie gleich reagiert. Also, ich habe jetzt hier nur leider irgendwie die ganzen alten Levels drin. Das sind so ein paar zu viel. Ja, aber okay. So, und der DAX auch. Das ist jetzt hier am Stück jetzt hier rauf. Das ist halt, ich glaube, too much. Deswegen werde ich jetzt halt hier auch nochmal irgendwie, muss mal gucken, ob um 9:30 Uhr die ganze Geschichte nicht doch nochmal irgendwie halt kurz hier mal in eine andere Richtung mal Luft holt. 503, das wäre so das nächste Grenzlevel, aber es hat auch viel. Aber trotzdem, ich würde jetzt nicht hier in den letzten 5 Minuten von so einem Ding dagegen halten, sondern erstmal abwarten, ob wir da nicht irgendwo irgendwas sehen. Ja. Weil das hier ist ja, nur weil das drückt ja jetzt erstmal nur nach oben. Das macht ja jetzt hier auch keinen Sinn, jetzt hier irgendwie zu shorten. Nicht ohne weiteres. Ne? Da sollte man zumindest schon mal halt hier irgendwie so ein bisschen deutlicher eine Gegenreaktion halt haben und am liebsten natürlich halt den M15 wieder unter 410 geschlossen. Das wäre dann halt ein Indiz, was dann natürlich schon mal ein bisschen besser wäre. Ja, weil hier M5 strauchelt ja auch so ein bisschen. Ja, weil das kann jetzt halt sein bei so einer Geschichte, wo der jetzt hier erstmal nach oben geht, das ist halt einfach nur diese, ich nenne es mal, natürliche Reaktion von dem Aufwärtsgap im Kassa. Ne? Da fliegen dann halt erstmal auch so ein paar Stops, ne, durch die Gegend. Beziehungsweise halt umgekehrt, einige werden dann halt eben long getriggert. Ne? Also das heißt, Stop-Orders dann halt eben, also mit Stops ist ja nicht Stop-Loss gemeint, sondern halt eben Stop-Orders dann halt eben von Aktien, weil die halt dann einfach ein gewisses Level erreicht haben, die dann gefüllt werden und so weiter. Ne?
So, also hier mal gucken. Das heißt, hier kriegen wir gerade so ein bisschen was. Geht unter den letzten M15. So, da würde ich jetzt mal reingehen. Mal direkt reinspringen. Und mal gucken, wie, ob der uns da unten durchbringt. Ja. So, weil das wäre dann auch genauso eine Bewegung, die ich meinte. So, jetzt bräuchten wir dann natürlich hier dann auch nochmal einen Schub an der 410. Richtig deutlich. Und dann kann man den auch gleich wieder nach unten verlängern. Wenn er es denn macht. Bin ich mal gespannt. Aber generell war das jetzt eigentlich total simpel, ne? Er ist einfach nur, also ich habe halt hier nur gesehen, er drückt unter das letzte Low und direkt Market reingesprungen. Aber ich verlängere den erstmal noch nicht, sondern würde halt schon warten, dass, wie gesagt, am liebsten wäre mir natürlich, also das waren ja hier gerade irgendwie 15 Punkte, ne? Also aus der Hüfte quasi geschossen, wenn man den jetzt nur gemacht hat. Also ich würde den mal kurz abwarten und dann mal sehen, ob wir nicht unter der 410 die Nummer geschlossen kriegen. Und dann halt eben unten verlängern. Also wie ich ja vorhin sagte, bitte nicht nachmachen. Ja? Also wenn man das nachgemacht hätte, hätte man hier an der 410 direkt rausgemusst, ja. Dann wäre es ja halt nur ein Skype, aber das will ich ja nicht machen. Das würde ich ja natürlich nicht machen. So, also mal gespannt jetzt hier. Ja, das könnte halt die Knoppers-Fraktion gleich regeln. Da wäre ich natürlich ein großer Fan davon. So, der Dow auch, kommt auf der anderen Seite auch mal ein bisschen runter. Mal gucken, ob das Ganze hier jetzt so ein bisschen Bestand hat. Weil letzten Endes im H1, wenn er das jetzt macht, ja, wenn, und dann wäre das Ganze ja halt eben auch dann nur ein lustiger kleiner Docht eben, ne? Und nicht mehr. Und eben nicht mehr. Also, wir werden es rausfinden. So, noch 2 Minuten. Also, ich finde halt immer die 9:30 Uhr halt schon recht wichtig. Also jetzt nicht aus irgendwelchen fundamentalen Aspekten, sondern einfach aus dem Erfahrungswert her, dass wir um 9:30 Uhr eben gerne mal halt irgendwie eine deutlichere Gegenbewegung kriegen. Und da wir jetzt hier auch gerade so nett an der 410 stehen, beziehungsweise hier gerade versuchen, die zu erhalten, könnte das natürlich dann jetzt auch hier zeitlich genau reinspielen. Doch, ich habe ein bisschen Kratzen im Hals. Hilfe. Kurz Mikro aus. So. Ein Dow Short habe ich auch nochmal aufgemacht übrigens. Der ist ja vorhin mal kurz eine Runde geflogen. Aber weil wie gesagt, ich baue aber halt eben auch auf eine größere Bewegung. Ne? Deswegen kam auch hier gerade die Frage mit dem Dow Short länger. Ja, also das ist halt schon eine Geschichte, die jetzt nicht sich hier nur auf den Morgen bezieht, sondern die halt eigentlich eher für den ganzen Tag halt gedacht ist. Ne? Und weil, wie gesagt, ich finde, der kann eigentlich 700 Punkte runter. Ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber generell kann er mal korrigieren. Also, weil das halt eben sehr, sehr squeezy ist, alles. Ja, und dann
setze ich den natürlich im Zweifelsfall halt eben auch ein paar Mal an, ne? Und jetzt nicht unbedingt nur einmal. So, hier sieht man, M5 schon gar nicht mehr so motiviert, ne? An der 410. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das Ding nicht dann doch runtergeprügelt kriegen hier zum Ende der Stunde. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, ob ich dabei bin, ne? Also bis jetzt bin ich hier nochmal jetzt irgendwie gerade diverse Punkte vorne mit einer ersten Position. Aber würde halt schon gerne sehen, dass die 410 deutlich verkauft wird, bevor ich mich da halt jetzt zu groß dann halt eben positioniere. Sieht noch hell das ja. Mal sehen, ob da jetzt gleich ein Wusch nach unten kommt. Wenn, dann müsste der natürlich auch schon von der 410 kommen. Wo ich das letztens live gehandelt habe, im Livestream war es halt irgendwie leider auch so, dass es halt irgendwie ewig da halt erstmal nur rumgezackert hat, bevor dann was passiert ist. Und dann halt irgendwie so eine Stunde später nochmal dahin gelaufen ist und dann gab es halt den großen Rutscher an der Stelle. Aber vielleicht veräppelt er mich hier jetzt auch nur, ne? Das kann natürlich auch sein. Der ist natürlich ja perfekt abgeholt gerade. Ne? So muss das sein. Ironie natürlich, ne? Schon klar. Ich habe so, hoffentlich kein Corona. Kratzen im Hals die ganze Zeit. Positiv denken. Krieg bei Corona aber auch irgendwie eine andere Bedeutung. Positiv denken. Ich bin positiv. Nein. So, was ist denn jetzt hier? Komm schon, runter mit dir. Das geht doch so nicht. Ja. Hoffe ich zumindest. Sonst sind die Punkte von eben wieder weg. Aber wie gesagt, ne, bitte, 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 bitte. Ich bin so manchmal so ein bisschen zu entspannt. Bitte nicht einfach nachmachen, ja. Den Entspanntheitsfaktor gerne, aber nicht die Position. Wieso ruft bei mir jetzt FX Flat auf dem Handy an, Nelson? Ich bin's nicht. Ja, dann sag denen mal, die sollen das mal lassen. Ich bin hier in einem anderen Was Raum. ist das Wie denn, komme ich dahin? ey? Das ist gut. Das war bestimmt der Dino. Ist ja der Einzige, der das, glaube ich, nicht so wirklich dann auf dem Schirm hat. Mit den Webinaren. Oder zumindest glaube ich nicht, dass er es generell auf dem Schirm hat. Der Einzige ist er wahrscheinlich nicht. Aber. Werde ich in Erfahrung bringen. Ja. Tja. So wirklich vorwärts geht das hier nicht, ne? Ja, der war halt ein bisschen früh. Da hätte ich mal irgendwie den zweiten irgendwie abwarten sollen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schlauer gewesen. Weil letzten Endes im M15, ne, stehen wir halt einfach immer noch hier drauf, auf der 410. Von daher war dieser Einstopper hier ganz eindeutig zu früh. Am besten war natürlich hier der schnelle von oben runter, ne? Der war natürlich super. Einfach Market, zack, 15 Punkte. Und besser an den irgendwie direkt groß gemacht und dann halt eben raus und dann ist gut. Ah, vielleicht braucht es auch nur ein bisschen Geduld, ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Weil das Ding ist ja, ne, man weiß ja halt auch nie, was so ein Anstieg werden soll, ja. Soll das jetzt irgendwie korrektiv werden oder soll das nachhaltig werden? So, und dann setzt dann leider auch bei mir das, so das Denken ein, ja. So, wir haben irgendwie seasonal und das heißt, eigentlich ist der Markt eher im Oktober oder ab Oktober ja eher long. Und deswegen ist eigentlich nicht gut so zu denken, ja. Aber und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass wir auch eher steigen wollen die nächsten 3 Monate, ja, und oder 2 Monate, als halt eben zu fallen. So, und wenn das eben funktionieren soll,
dann braucht es halt eben eine vernünftige Korrektur. Und das heißt, das hier ist vielleicht erstmal nur das Rauskicken von den Short-Positionen. Und die Käufer waren gestern, gut, im DAX sind sie jetzt halt irgendwie hier auch noch irgendwie am Start, aber die eigentlichen Käufer waren gestern. Was das hier ist, gute Frage, nächste Frage, ne? Aber halt, da darf es halt einfach ein Stück weit erstmal halt zurücksetzen und dann auch wieder, weil es dann halt eben auch attraktiver ist, einfach das Ding einzukaufen, ne? Als jetzt hier oben unter der Decke, ne? Es ist ja nicht toll, weil es teuer ist, ja. Es ist zwar schön zu sehen, dass es steigt, wenn man long ist, aber ob das jetzt wirklich Sinn macht, hier oben long zu gehen noch, da steht ja dann auf dem anderen Blatt, ne? Ich meine, attraktiv ist es ja auf keinen Fall. So, aber sieht fast aus, als würde der uns hier genau das kosten, was eben der erste Long gebracht hat, weil wir stehen hier leider, leider im M15 einfach nur auf der 410 rum. Und irgendwie, da hätte er schon mal irgendwie ein Stück weit noch zurücksetzen können. Das ist so ein bisschen anstrengend. Aber es war auch so typisch die typisch miese DAX-Nummer, ne? Hier genau, den letzten habe ich da unten dann auch erwischt. Das könnte man auch als Anfängerfehler bezeichnen. Da kann der DAX ja nichts dafür, das ist ja meine eigene Dummheit. Tja. Na, oder ich löse den jetzt hier vielleicht einfach manuell aus und warte nicht, bis da oben rausfliege. Auf der anderen Seite haben wir aber halt hier jetzt einfach eine Gegenbewegung, aber auch nicht genug, ne? Mal schauen, was das hier wird. Aber mein Timing war nicht gut. Also mein Timing war tatsächlich nur eben vorhin dieser Rutsch hier. Da war mein Timing super. Und meine Reaktion, aber hier unten nicht wirklich. Nicht wirklich. Vor allen Dingen kleben wir jetzt hier so ein bisschen auf der Stelle, ist ein bisschen nervig. Flimli. Was? Der Manuel, der war gut. Tja, Nelson, tu mal was. Schick den doch mal runter. Gib mal so 500 Futures oder so von eurem Hedgekonto da rein. So viel Macht habe ich nicht. Ruf einen an. Du wurdest ja schon angerufen, aber du gehst ja nicht dran. Genau. Ja, wenn ich die Zugangsdaten kriege, dann ich mache das. Das ist kein Problem. Ich hau die einfach rein. Alle Market. Ach ja, was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Der Lutz ist all in long. Ja, habe ich schon gesehen. Lutz macht einfach die nächsten Webinare. Das fände ich mal sehr guten Ansatz. Ne, Lutz? Ich fände das super. So, was wird das jetzt hier? Klebt er da rum, immer noch in dieser Abwärtsbewegung von eben im M5. Meine Güte, M5. Und mehr war da halt noch nicht. Versucht oder steht immer noch auf der 410. So, entweder kriegen wir jetzt einen hier runter oder wir kriegen einen hier rauf. Aber ich glaube, darauf
sind die Teilnehmer auch schon selber gekommen. Da braucht es keine große Erklärung von meiner Seite. Eigentlich wäre das jetzt eine Position, wo man sich mit Stop Orders positionieren kann, nämlich einmal hier drunter und einmal hier drüber, weil irgendwohin muss es ja jetzt auflösen. Und da war der hier relativ unklug. Ich meine, es hat schon noch, die Chance besteht schon noch, ne? Aber nicht, wenn der M15 so schließt, wenn der dann schon wieder hier oben steht, über der 410 und jetzt hier ein neues Hoch macht, dann natürlich nicht, ne? Dann geht die Geschichte wahrscheinlich nach oben los. Wobei, wir reden hier über den DAX. Und da ist ja immer irgendwie alles möglich. Aber noch klebt er hier tatsächlich an dem komischen, dieser Bewegung hier im M5, die hier war irgendwie so auch nicht so wahnsinnig viel irgendwie aussagt. Tja, wir stehen rum. Ja, ist ja schon fast so wieder wie letzte Woche beim Live-Trading auf der World of Trading. Das war ja auch unglaublich. Hat der Markt sich irgendwie 15 Minuten bewegt und danach hat er eine Range gemacht innerhalb von 20 Punkten. Rauf und runter, rauf und runter und es kam nichts mehr, gar nichts mehr. Und irgendwie. So wahnsinnig weit entfernt finde ich das jetzt hier gerade nicht davon. Na, nur da hatte ich halt irgendwie aber einen besseren Punkt. Da war ich ja auch Short, das war die 113 und der ist dann halt irgendwie um 11 Uhr oder irgendwann da aufgegangen, die ganze Nummer. Und da hat sich die Warnung, die ich ja dann hier mal ausspreche, dann auch bewahrheitet, beziehungsweise als richtig erwiesen, nämlich dass halt eben kein Mensch weiß. Ne? Es kann nicht sein, dass wir jetzt einfach halt hier bis um 11 Uhr da oben rumschweben und gar nichts mehr kommt. Letzte Woche war es so. Letzte Woche war es so. Und das war auch nicht das erste Mal. Ne? Das ist halt immer die Gefahr dabei. Das ist leider die Gefahr dabei. So, kann auch sein, dass wir jetzt hier einfach an der 410 uns einpendeln. Ja? Und das hat einfach nur irgendwie drauf gewartet wird, was die Stunde damit macht und dann klebt die vielleicht nachher noch mal eine Stunde dran. Man weiß es einfach nicht. Ne? No one knows. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Reaktion. Hilft die uns jetzt irgendwie weiter? Ach je. Ich dachte gerade schon, der Markt hat ausgesetzt. Also, da kommt halt mal so ein bisschen was da oben runter, ne? Und dann wieder nichts. Ne? Ja, ich habe auch echt gerade schon überlegt, soll ich den jetzt einfach rausnehmen, wenn er mir auf den Keks geht? Weil das hier ist, glaube ich, irgendwie, wenn da nicht echt was nachkommt, gleich mal. Und dann ist das sinnlos. Ne? Dann ist das echt sinnlos. Ja, vor allen Dingen der M15 schließt jetzt halt eben hier stehend auf der 410 wieder. Möglicherweise hat er noch irgendwie 30 Sekunden. Ja, ich hätte den einen hier rausnehmen sollen, weil der geht mir jetzt echt so ein bisschen auf den Keks hier. Also. Und es ist halt einfach, also liquide ist anders. Da passiert mal was irgendwie so in eine Richtung, warum auch immer, weil da irgendeiner gerade Long aufgelöst hat, keine Ahnung. Und dann nichts mehr und dann läuft die ganze Geschichte wieder zurück. Also. Warum auch immer. Oder wofür auch immer das gut sein soll. So, aber jetzt haben wir genau das Ding hier, ne? Das klemmt jetzt hier irgendwo da so rum. Also auch das glaube ich dem jetzt noch nicht so wirklich, auch wenn die, ich hätte ihn rausnehmen sollen, ja. Ich sag ja, gib mir auf den Keks. Ich hätte es tun sollen.
Auch wenn die, was habe ich gerade gesagt? M15 hier so draufsteht, hier auf der 410 irgendwie gerade. Aber das ist so, ich weiß es nicht. Für mich sieht es so aus, als wäre halt hier oben einfach gar kein Volumen mehr. Ne? Ich meine, ich habe jetzt zwar hier kein Footprint, ja, aber wir hängen, versuchen hier uns hier über der Value Area zu halten. Ne? Deswegen schieben wir den Stop mal kurz ein bisschen weg. Wir versuchen uns hier über der Value Area zu halten. An der Bewegung gerade vorhin hat man schon gesehen, da ist keiner mehr. Ja? Also irgendwie die Käufer hier. Glaube ich nicht, dass die noch viel Gesellschaft kriegen hier oben. Also ich kann mich jetzt täuschen, ja. Aber das einzige, gut, die Gefahr natürlich, wenn das Volumen dünn ist, ist natürlich klar, auf der anderen Seite auch, dass dann halt eben, wenn jetzt einer irgendwie Lust hat, den Markt dann nach oben zu befördern, ja, dann kommt er halt irgendwie mit einer Handvoll Päckchen um die Ecke und schießt den einmal hier oben raus. Ne? Das ist natürlich die Gefahr dabei. Aber halt, die Luft ist dann trotzdem halt dünn hier oben. Ne? Und das sieht man halt eben an der Dynamik, die da halt irgendwie gerade da ist. Ne? Dass da halt möglicherweise einfach nicht mehr viel hinterherkommt oder wenn dann vielleicht einfach nur noch ein kurzer kleiner Spike. Aber so wirklich großartig irgendwie motiviert sieht mir das hier irgendwie alles gerade nicht mehr so aus. Ja? Also wie gesagt, kann mich täuschen. Ja, vielleicht wäre es einfach nur richtig gewesen, hier vorhin in der letzten Abwärtsbewegung direkt rauszugehen. Nachher ist man bekanntlich immer schlauer, ne? Aber irgendwie finde ich das sehr, sehr merkwürdig, was der Markt da macht gerade. Sieht irgendwie komisch aus, auch wenn er jetzt hier irgendwie am Hoch klebt, ja, also. Wie gesagt, auch ich kann mich täuschen, keine Frage. Ne? Was natürlich nicht gut ist, ist halt eben hier dieser generell, dass wir da halt eben einmal vorhin drunter geguckt haben, das Ding, die 410 direkt wieder gekauft wurde. Da hätte ich halt nicht irgendwie verlängern dürfen, sondern hätte ich auflösen müssen oder halt den Stop hinterher oder direkt vorher größer rein oder wie auch immer. Ne? Das wäre natürlich besser gewesen. So, ich gucke jetzt erstmal kurz, was er hier treiben will. Ob er das wirklich ernst meint. Und ansonsten will ich den hier erstmal auflösen. Ne? Weil dann war der erste, war der Long natürlich deutlich besser als die Geschichte hier. Was lässt denn schauen? Ja, also ne, den Dow irgendwie langsam, ich skaliere den halt irgendwie langsam ein, aber da wäre ich halt schon noch ein Freund davon, dass der noch ein bisschen was reißt. Nach unten, bevor halt irgendwie die 30.000er halt irgendwie einen Angriff nimmt. Ja. Ach, ich liebe doch unsere Webinare, wo sich nichts bewegt. Man muss sie einfach gern haben. Mögen. So, gibt immer nur einen Punkt, 410, 4 Vorwochen hoch, ja. Der Heiko ist auch da. Moin, Heiko. Ich gucke hier gerade mal so durch, wer hier noch so. Ja, aber das Ding ist, ne, mit der 410, also das Ding ist bekannt für Volumen, ordentlich, ja. Und also irgendeine große Händlergruppe, Insti, was auch immer, ja. Handelt bei den Dingern. So, und das heißt aber nicht, dass der natürlich dann jetzt genau um irgendwie dann, wenn der Markt zum ersten Mal dahin kommt, da zuschlägt, ja, sondern eher wird man dann halt sehen, dass ab dort halt wohin auch immer das Volumen zunimmt. Das heißt, genauso gut kann es sein, dass jetzt einfach nur hier mal Retailer am Start sind und sobald der Markt wieder da ist, ja, dass der halt ab dann genau erst reagiert und dann halt eben auch deutlich, ja. So, und das muss man halt im Auge behalten. Das heißt nicht, dass die jedes Mal, wenn der Markt dahin kommt, das Programm halt eben abspult. Ne? So funktioniert das nicht mit den Teilen. Also ich sage halt ja nur immer, irgendwie, es lohnt halt nicht, bei den Levels irgendwie einen großen Stop zu setzen. Ja?
Und wenn der Markt dahin kommt, wenn man die Marke halt handeln will, ne? Nicht wie ich jetzt hier jetzt, ne? Das ist jetzt was anderes. Aber wenn ich die halt long oder short handeln will, dann kann ich da quasi mit 5 Punkten Stop, kann ich da in beide Richtungen und es funktioniert fast immer. Und von daher, das meine ich halt eben damit, ne? Weil da halt eben Volumen reinkommt. So. Was ich aber jetzt hier auch nicht sehe, ist, dass wir wirklich Volumen halt hier haben in der Bewegung von hier nach oben. Sehe ich halt auch nicht, ja. Also hier ein kleiner Abpraller und dann irgendwie ist er halt mal 30 Punkte weitergelaufen, aber und dann kommt schon wieder nichts mehr. Ne? Also eigentlich funktioniert das anders mit den Dingern. Also wenn da jetzt halt eben, wie gesagt, die halt da drauf sitzen, ne, die halt üblicherweise da drauf sitzen und die scheinen aber irgendwie gerade, keine Ahnung, Urlaub zu haben oder wie auch immer. Ja, aber das hier ist keine typische 410 oder keine typische Reaktion darauf, was wir jetzt hier gerade sehen. Absolut nicht, das ist zu wenig. Und das ist der Grund, warum ich auch hier sage, so, ey, ich guck da jetzt erstmal, ja, und klar gibt es ja auch andere Kandidaten im DAX, die den durch die Gegend bewegen, aber ich bin noch nicht überzeugt. Noch absolut nicht. Und ich wäre natürlich ein Riesenfreund davon, wenn wir jetzt die 410 nochmal sehen und wir dann halt eben die üblichen Verdächtigen dort antreffen. Ja richtig was los hier in Kommentaren heute. Aber ich komme hier gar nicht nach mit Lesen. Aber finde ich natürlich super. Finde ich natürlich super, ist ja auch klar. So, wir machen es aber hier echt spannend bis auf den letzten Drücker, ne? Klar. Was auch sonst. Immer auf die letzte Minute. Da sieht man dann, was dann halt eben los ist oder was das Ganze werden soll. So, erzähl mal eine Geschichte, weil das will ich doch immer. Ja, ich will ja auch, dass ich nicht, immer, dass ich nicht allein bin. Das stimmt. Stunde über 410 ist long, ja, klar. Stunde über 410, ja. Das wäre natürlich dann schon wiederum eher long, ne? Aber wie gesagt, das ohne fettes Volumen sehe ich da momentan irgendwie gar nichts. Also das fehlt mir. Und dieses ein Punkt rauf und runter hier oben überzeugt mich noch gar nicht, ja. Vielleicht, wenn mein Stop geflogen ist, vielleicht bin ich dann überzeugt, es kann sein. Aber momentan absolut nicht. Momentan nicht, wirklich nicht. Ah gut, ich wiederhole mich jetzt hier auch ja nur. Ne? Die Frage wäre natürlich dann, falls er jetzt hier mir den Gefallen tut und jetzt erstmal halt wieder unten ansetzt, wohin, ne? Also 113 halt eben, ne? Das heißt von hier 300 Punkte. Das ist natürlich jetzt schon das, ja. Klingt jetzt unvorstellbar weit, aber wäre halt einfach nur die nächste logische Marke. Also kann natürlich, dass sich dann auch ein paar Stunden hinziehen, ne? Das ist ja halt auch klar. Aber erstmal brauchen wir jetzt hier eine Stunde, die unter der 410 schließt. Das wäre jetzt erstmal so entscheidend, das überhaupt mal zu sehen. Bevor man dann halt irgendwie zu weit denkt. Sag ja, es ist echt, es ist tatsächlich genau wie letzten Freitag bei World of Trading. Eine 15 Minuten Periode rauf und dann nichts mehr.
Range 20 Punkte. Gut, hier sind sie jetzt irgendwie 30, 40. Kann auch da irgendwie 30, 40 gewesen sein, aber halt nichts, was man jetzt irgendwie heranziehen könnte, um halt irgendwie da großartig noch was mit anzufangen. Aber vielleicht läuft es ja ein bisschen anders heute. Wollen wir doch mal positiv denken. Hat der Nelson uns doch vorhin, hat er mich doch eben ermahnt. Nicht ermahnt, aber. Ich wollte gerade sagen, klingt dann wieder so negativ. Ermutigt. Ja. Genau. Ach ja. Ja, da stehen wir halt so rum, ne? Aber so ist das halt eben mit Du erst zwei Zahnstocher. warst heute Morgen so auf Zack. Wir hatten noch nicht mal unsere Plauderminuten. Du hast die Hemdkommentare nicht gelesen. Kannst Ach jetzt alles so. nachholen. Oh je. Kannst du das übernehmen? Weil ich muss mich hier kurz so nebenbei den Markt auch im Auge behalten. Mal Jetzt ist kurze vorbei. Frage, was mich mal interessieren würde, ist denn einer hier neu oder eine oder jemand hier neu dabei und die vielleicht irgendwie das auf der WOT, also auf der World of Trading, aufgeschnappt haben? Weil ich habe ja da dann doch schon so einige Gespräche geführt und nach meinem Vortrag kamen halt auch ganz viele. Das würde mich natürlich mal interessieren. Aber ich bin halt immer so schlecht darin, Werbung zu machen. So, ich vergesse das halt auch immer, ne? So irgendwie, dass ich ja auch ein Produkt habe, das sich SteroTrader nennt. Und ich habe in meiner Präsentation noch nicht mal irgendwie die Blogseite, also www.dirkliger.de, als irgendwie Präsentationsseite gehabt. Nichts. Also ich bin da einfach, keine Ahnung. So, Werbung ist einfach nicht so meins. Der Heiko. Krass, dich zu sehen ist immer wie beim ersten Mal. Der war gut. Ah, guck hier. Da ist jemand Neues. Darius. So, noch 3 Minuten. Komm, schieß das Ding doch jetzt einfach da unten durch und dann ist doch gut. Aber wahrscheinlich den Gefallen wird er mir nicht tun, sondern wird es dann irgendwie. Tja, was macht man denn mit so einem Markt? Echt jetzt. Am besten machen wir irgendwie echt schon mal überlegt, ob wir unsere Live-Trading-Seminar, Webinare nicht auf den Nachmittag legen. Echt. Das DAX-Gekaspere, das macht mich einfach nur regelmäßig, bringt mich da schlecht drauf. Echt. Also es ist wirklich so, es gibt ja so wenig irgendwie Eröffnungen, die dann halt eben auch echt sauber laufen, ne? Wo der halt einfach nicht nur kompletten Müll macht und dann ewig rumsteht. Ne? Und das hier ist das wieder so ein Ding, das braucht die Welt nicht. Ne? Ich meine, hier die Minutenkerzen, irgendwie 3 Punkte lang und solche Späße. Das ist einfach nicht schön, das macht keinen Spaß. Und dann, weil vor allem, das Problem ist ja halt, ne? Ich meine, das Problem ist ja nicht falsch zu liegen, ja. Darum geht es ja gar nicht. Das Problem ist ja halt immer so irgendwie, ich brauche nur Bewegung. Und dann das, weil auch wenn der jetzt hier long geht, wo soll ich denn da reinkommen? Oder wo soll ich die Zeit dafür hernehmen, um da reinzukommen? Das ist ja das Ding halt, ne? Dann wackelt er halt mal irgendwie so 5 Punkte rauf und runter und dann guckt man wieder stundenlang, bis man da halt wieder was hat. Das ist das, was mir wirklich auf den Keks geht beim DAX, ne? Dass er halt, ne? Ich meine, der steht jetzt hier ewig lange in der 30-Punkte-Range rum, aber auch die ist ohne Bewegung. Ne? Und doch ist er nicht ausgebrochen. Aber selbst wenn er jetzt ausbricht. Sorry, ich muss mal ein bisschen meckern. Aber mir geht das wirklich auf den Zeiger. Ja. Ne, vor allen Dingen steht er jetzt dann halt wieder, ne? So wie jetzt gerade. Dann steht das da halt einfach rum. Ne? Und es kommt irgendwie auch kein vernünftiger Rücksetzer oder irgendwas, wo man dann halt irgendwie vernünftig reinkäme. Gut, er hat jetzt hier auf der Value Area aufgesetzt, ne? So, komm, ich lasse den jetzt. Also er wird wahrscheinlich hier oben zwar nochmal halt irgendwo ansetzen, aber ich glaube dem noch nicht mal das, ne? Ehrlich gesagt. Komm, ich nehme ihn jetzt mal kurz weg. Aber ich glaube dem auch das nicht. Weil dieses. Mir geht es wirklich auf die Nüsse mit dem.
Total unnötig, echt. Aber unnötig war natürlich halt auch, dass ich halt eben mich hier unten so blöd habe einstoppen lassen. Ne? Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, halt falsch zu liegen. Das ist komplett Wumpe, ne? Es geht einfach nur darum, dass man diesen Markt halt manchmal einfach nicht handeln kann. Weil er einfach zu wenig Ausschlag eben zeigt, ne? Und beim DAO ist es zum Beispiel so, ich meine, da habe ich die Eröffnung ja auch schon hier und da mal live gehandelt. Da ist es ja zum Beispiel so, dass der dann halt eben auch in einer Minute mal in einer Minute 40 Punkte rauf und runter rennt, ne? Und der DAX hier, das meine ich halt, ne? Und da kann man auch mal dann irgendwie falsch liegen, kann auch mal dann kurz drehen oder mal noch was anderes mit reingeben und das funktioniert halt eben ganz anders. So, auf 496, was auch immer das hier ist. Aber wahrscheinlich jetzt irgendwie so den ersten Punkt, wie jetzt hier der R1, das wäre jetzt so der erste Kandidat. Lassen wir auf. Ist nicht zu weit oben durchschieben, Kollege. Mal gucken, ob das funktioniert. Also hier Positionsgröße ist zwar jetzt überschaubar, aber trotzdem ist es halt mega ärgerlich. Ne? So, größere Order hier am Start. Okay. Gucken, ob die nachhaltig ist oder ob die fliegt. Also so würde ich den jetzt halt machen. Ne? Das heißt also hier immer nach größeren Dingern Ausschau halten und dann mal sehen, ob wir das gedreht kriegen. Aber die Gefahr ist natürlich dann schon da, ne? Dass es halt hier squeezed, weil das Volumen halt einfach nicht da ist. Ja? Und dass wir dann halt eben tatsächlich direkt drauf auf die 600 laufen von hier an. Und irgendwie, man muss ja nicht unbedingt dann, dass so ein Markt dann ewig lang gegen sich laufen lassen. Das ist halt auch klar. So, wie gesagt, so ich würde einfach wie hier, ne, wie gesagt, größere Orders halt eben gucken, abwarten und beziehungsweise da halt reingehen und die dann halt etappenweise dann auflösen. Ne. Wie gesagt, auch das hier. Ich meine, der läuft hier los irgendwie ohne Docht um 10 Uhr bei einem Volumen, das einfach unterirdisch ist. Und deswegen kaufe ich dem hier überhaupt gar nichts ab. Das ist irgendwie sehr, 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 sehr merkwürdig alles. Und das kann halt eben auch sein. Also gerade so eine Bewegung, ne, hat man dann halt eben auch oft, wenn dann halt eben Stunde um und dann erstmal auflösen. Ja, genau sieht es aus. Es fällt halt wirklich irgendein Algo irgendwie auf die Millisekunde irgendwie irgendwelche Dinge aufgelöst und sonst gar nichts. Ne? Weil sonst hätten wir hier irgendwie irgendeine Form von Docht. Also das ist, da sieht man eigentlich immer so typischen Maschinenhandel, ne? Und dann auch noch hier mit einem kleinen Gap in einem Punkt. Gut, das sagt jetzt nicht viel aus, ne? Aber ach ja. Ja, gut. Ne? Im Nachhinein ist natürlich dann halt ärgerlich, wenn man dann halt irgendwie um 9:01 long war, ne? Und der Markt sich dann halt die ganze Zeit nicht bewegt und dann halt eben jetzt solche Faxen macht. Ne? So, aber ich mache jetzt hier nichts mehr. Ne? Der soll jetzt machen, was er will. Soll er mich halt hier oben rauskicken, dann gibt es beim nächsten Mal zur Strafe den DAO und keinen DAX mehr. Aber das ist, wie gesagt, ich kann es nicht ändern. Aber wie will man das machen? Vielleicht bin ich auch einfach nur neuerdings nicht der M5 hier, ne? Das kann echt nicht sein. Macht er jetzt wirklich genau um 10 den längsten M5, die längste M5-Kerze dahin. So, ich mache die nochmal rein. Die längste M5-Kerze dahin. Und nachdem mein Freund die ganze Zeit nur in der Range rumgedaddelt ist, das ist natürlich echt klasse.
Aber gut, wir wollen jetzt hier auch nicht irgendwie ewig überziehen. Ich würde es halt hier versuchen, ne, und den da unten halt noch irgendwie vernünftig rauszukriegen. Aber beim DAX hält sich da meine Motivation auch in Grenzen. Da sage ich dann auch eher mal so, ey, weißt du was? Kannst mich mal. Und dann mache ich den halt zu, weil wenn der jetzt sich jetzt in seiner typischen DAX-Manier bewegt, nämlich nicht, und dann wird das eine Quälnummer für einen ganzen Tag. Da habe ich keine Lust drauf. Das meine ich halt, ne? Aber das ist eben leider, ja, genau das, was ich vorhin beschrieben habe, ja. Auch wenn kein Volumen da ist, das heißt aber eben dann halt leider auch, dann kommt dann einer und packt ein größeres Päckchen aus und dann rennt er halt da durch und dann bewegt er sich einfach überhaupt nicht mehr, ne? Also, das ist dann leider das Problem an der Sache. Was schlagt mich? Ja, genau. Genau. Der Werner hat es gerade auf den Punkt gebracht. Ich habe letztens noch geschrieben in der Gruppe, bitte schlag mich, wenn ich das nächste Mal den DAX handle. Weil er mir einfach regelmäßig auf die Nerven geht. Ja. Ich kann es nicht anders sagen. Weil irgendwie so schön angefangen. Und jetzt bin ich hier wieder nur am Meckern und das ist ja auch nicht schön für die Teilnehmer, ne? Wenn ich hier am Rummeckern bin. Ja, aber das was. Ja. Hier haben wieder Minutenkerzen, die 3, 4 Punkte lang sind. Das ist leider das Problem. Ne? Die hier. 3 Minuten, 3 Punkte, 2 Punkte. Gut, die hier hat jetzt dann irgendwie 7, 8 Punkte. Ich brauche Dinger, die länger sind. Und nicht sowas, ne? Wo das dann halt hier so, ich krieg da wirklich Störung, wenn ich das sehe, dass der hier so irgendwo an einem Hoch dann irgendwie so einen Punkt drauf und runter. Und das ohne Liquidität. Das ist. Was hat der Dow? Ja, ne, da kann man jetzt irgendwie gucken, dass man da halt so irgendwie bis zum pH dann nochmal, also oder hier bis zur Value Area. Wo ist denn der pH überhaupt? Wo ist der 1er? Wo ist denn das Neutrum? Sehe ich hier irgendwie gar nicht. Moment mal. Bin ich blind? Achso, ja, genau, hier unten, ne? 416. Einfach bis zum Stundenpivot. Mal gucken, ob man das bis dahin zurückkriegt. Oder nicht, ne? Und dann wäre es dann halt eben aber auch irgendwann mal gut. Aber das hier ist es. Mag ich nicht. Das mag ich nicht. Das gefällt mir nicht. Oder halt hier, ne, Stundenanfang, der wird auch kommen, ne? Also das ist halt, wo wir halt hier diesen Start haben, hier ohne Docht. Das wird schon kommen wieder, ne? Aber ob man dann so viel Geduld hat, das auszuhalten, da steht ja natürlich dann auch auf dem anderen Blatt, ne? Weil das meine ich halt hier. Wie will man denn da bitte rein oder rauskommen? Also mit der Wohler. Es ist einfach, wenn man da jetzt, ne? Wäre man schlau gewesen und wäre um 9 Uhr long gegangen, ach, ich glaube, das habe ich ja gemacht. Hätte einfach nichts mehr getan, dann ist alles fein, ja. Aber das ist ja kein Daytrading. Also, das ist, oder beziehungsweise, ja, aber das kann ich ja so nicht handeln. Ne? Also, wenn ich Investor bin, okay. Oder Positionstrading mache, auch okay. Ne? Aber wenn man mehrere Positionen am Tag irgendwie machen will, dann halt eher nicht. Ne? Dann komme ich ja mit sowas nicht klar. Und hier ist es natürlich auch die nächste Gefahr, dass wir nämlich jetzt hier, wenn jetzt hier wieder irgendwie das Ganze dünn wird, dass wir dann jetzt einen Spike nach oben kriegen. Ne? So ohne Sinn und die Geschichte dann erst dreht. Ne? Das kann natürlich auch sein. Das heißt, ich würde den jetzt schon nochmal anpacken. Ja? Allein schon deswegen, weil mich das jetzt hier ärgert. Ne? So, aber jetzt nicht, ich würde denen nicht skalieren, ne? Also das heißt, ich lasse mich jetzt hier ausstoppen mit einem miesen Verlust
Und würde den dann hier oben 20 Punkte höher wieder einsacken. Und dann von mir aus auch irgendwie mit der dreifachen Size, ja. Und weil das ja sowieso so nicht stehen bleiben wird, die Frage ist ja halt eben dann nur, wo genau dreht er denn? So, und dann gucke ich mir dann halt irgendwie irgendwo einen Spike halt an. Was ist denn hier los? Jetzt hier 58 Kontrakte, okay. Ja, doch nicht, wieder weg. Guck mir dann halt eben einen Spike an und schnapp mir den dann und gehe dann von mir aus da halt auch mit, wie gesagt, nicht übertrieben, mit der dreifachen, vierfachen Size da rein. Hol mir dann eben 20, 30 Punkte und dann ist der Fall erledigt, ja. Das ist natürlich jetzt dann nicht unbedingt Stoff fürs Webinar. Das ist schon klar. Aber halt, weil alle, also Meinung ist ja immer alles gut und schön, ne? Trotzdem muss man ja gucken, was macht der Markt. Und die Meinung eben, dass der halt eben hier unten dünnes Volumen gehabt hat, ist ja keine Meinung. Das ist ja was, das konnte man ja auch erkennen, auch ohne Orderflow. Und vor allen Dingen die Bewegungen bestätigen das ja nochmal. Was habe ich? Also ja, Sekunde. Die Bewegungen bestätigen das halt auch nochmal. Aber trotzdem, ne, wenn der Markt, es muss ja natürlich auch trotzdem jemand kommen, der dann halt dementsprechend dann halt auch handelt. Ne? Also von den größeren Teilnehmern. Ich meine natürlich da nicht mich. Mit das halt auch klar. So, das wäre jetzt vielleicht eine Möglichkeit, wo man den sogar mal kurz verlängern könnte. So, komm, mache ich das mal eben. Und hoffe, dass jetzt hier nicht nochmal halt irgendwie nur so ein Fake-Gefuddel kommt, sondern dass wir hier ein bisschen mehr Gegenbewegung bekommen. Also sieht halt hier irgendwie eine größere Order. Keine Ahnung, ob die jetzt echt oder fake ist. Wenn sie fake ist, wäre es blöd. Aber irgendwie so ein paar Punkte könnte das hier eigentlich jetzt schon geben. Also zumindest mal halt irgendwie, was ich ja gut fände, wenn wir hier mal kurz an die Eröffnung da halt irgendwie dran laufen. Also, ne? Aber da kommt halt einfach, es ist echt nichts, was hier irgendwie abgeht. Geht's mal 3 Punkte runter und dann wieder 3 und dann direkt wieder rauf. So, überziehen jetzt hier mal kurz ein bisschen. 1,5 Stunden sind wir schon live, ne? Ist eigentlich gar nicht so der Plan gewesen. Das ist eigentlich gar nicht so der Plan gewesen. Ne? Also ich hab jetzt hier nur kurz verlängert, also beziehungsweise skaliert die Position, weil halt hier gerade irgendwie im Orderbuch schon ein bisschen mehr da war. Und er eben auch versucht hier unter einfach die letzte Aufwärtsbewegung im M5 hier drunter zu kommen. Der Dow klemmt ebenfalls auf der Stelle und macht keine neuen Hochs. Und also Marke oder irgendwas gibt es hier oben einfach nicht, ne? Außer halt hier das R1. Aber da ist halt einfach aus meiner Sicht nichts, ne? Außer irgendeine guten Runde 500er, okay. Das ist jetzt für mich aber, wie man ja weiß, auch nicht unbedingt im Grund, halt irgendwo Position zu eröffnen, eher im Gegenteil. Ne? Und ich gucke halt hier einfach nur, was macht der Markt und was versucht er. Wenn das Buch auch noch irgendwas erzählt, ja, dann umso schöner. Aber momentan macht er ja trotzdem nichts. Nichts. Was? Gap? 521 Gap? Habe ich nicht auf dem Schirm. Also, von wann ist das denn? Also, der Erwin schreibt es ja halt hier irgendwie bei 5 zu 1 bis 5 zu 6 gäbe es ein Gap. Ist aber keins von letzter Zeit, oder? Weil dann müsste ich es bei mir auch im Live-Chart ja auch drin haben, so dass man es halt sieht. Ach, hey, so. So, jetzt kann es natürlich hier sein, dass wir hier SMA20 im M1, dass er den jetzt direkt super findet. Ich will es mal nicht hoffen. Ich will hoffen, dass wir da ein Stück weit zumindest durchschießen.
Aber ich habe halt hier bei 503 gestrichelt, habe ich ganz irgendwie übersehen vorhin. Gestrichelt sind ja meistens Trendgrenzen oder alte Trendgrenzen. Da hat er natürlich tickgenau dran reagiert, ne? Sieht man ja hier unten. Da ist natürlich schon deutlicher. Da ist es schon ein bisschen deutlicher. Herrje. Glaube, es ist die größte Position, die ich hier jemals im Webinar auf hatte, kann das sein? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, ich glaube schon. Normalerweise bin ich ein bisschen zurückhaltend. Aber ich hätte es jetzt auch, wenn die, ich hätte es ja nicht anders gemacht jetzt, ne? Also wenn die Kamera aus gewesen wäre. Ich kann ja nicht mehr machen als irgendwie gucken und dann halt überlegen, macht das Sinn? Und es hat aus meiner Sicht Sinn gemacht und das Ding dann halt eben aufmachen, ja. So, es kann jetzt halt einfach nur jetzt sein, dass wir halt hier uns einfach festkaspern halt, ne? Eine Stunde lang und das Ding erst um 11 Uhr auflöst. Also das habe ich natürlich auch. Und du ja wahrscheinlich auch wenig Interesse dran hat, hier ewig lange rumzusitzen. Ich meine, momentan bewegt der Markt sich ja in die Richtung. So, das waren jetzt hier gerade im Spike nochmal 15 Punkte ab den letzten Shorts. Also von daher, keine Ahnung. Wie lange man das jetzt dann halt noch aushalten sollte. Oder eben auch nicht, ne? Meine Empfehlung kann man eh nicht geben, aber das mit der Bewegungslegasthenie ist halt so ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen ja, stehen wir jetzt schon gerade wieder hier am gleichen Punkt. Also, was soll ich jetzt sagen? Also, das Ding ist, also da kam noch die Frage rein. Rind. Ich habe heute einen Sprachfehler. Die Frage rein. Wo jemand meinte, ein Dow bis 30.000. Ja, das Ding ist, kann der auch, ja. Das ist auch gar nicht das Thema. Die Frage ist dann halt eher, wie macht er das, ne? Wie will er das Ganze anstellen? Und soll das nachhaltig sein? Also soll das halt irgendwie wirklich Bestand haben und soll der Markt ab dort dann auch irgendwie richtig weiterlaufen können? Oder ist es halt eben nur ein korrektiver Anlauf? Das ist halt immer die große Frage. Und das heißt, wenn der Markt, also grundsätzlich ist ja die Regel halt immer, wenn der Markt zuerst drauf geht, funktioniert das nicht. Also dann bleibt er auch nicht da stehen. Deswegen, also Squeezes oder so, ne? Anstiege ohne Korrektur. Die kommen immer zurück, die Dinger. Weil halt eben die Konsolidierung da halt einfach fehlt an der Stelle. Und deswegen, klar, kann der auch jetzt in einem Rutsch auf 30.000 gehen, der Dow. Aber dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es aber da auch in einem Rutsch wieder ganz schön eins auf den Deckel kriegt, wenn auch nicht direkt bei 30.000, aber und das heißt, die Gegenbewegung, die dann kommt, die hat sich dann halt wieder gewaschen, ne? Und das heißt, und das meine ich halt eben, klar, generell soll der dahin, ja, nur wenn es halt eben wirklich so eine, wenn der Long halt eben die Weihnachtsgans bezahlen soll, dann sollte er besser erstmal zurückkommen und da unten wieder ein paar Kandidaten abholen, die da halt eben einfach überfahren wurden, ja, also beziehungsweise die Positionen, die da unten geflogen sind, ne? Und das meine ich halt damit. Also ich meine, es gibt, ich kann jetzt hier keine Abhandlung drüber machen, warum ja, beziehungsweise da unten irgendwas geflogen ist oder warum da irgendwas ausstieg, das weiß ich natürlich nicht, ja. Aber was ich halt aber weiß und das hat sich bisher noch jedes Mal bewahrheitet, ist, dass Anstiege ohne Korrektur und oder ohne Volumen, gut, Volumen war jetzt da, aber halt, dass das halt eben so nicht funktioniert und dass der Markt halt einfach zurückkommt. Ne? Und das zuerst drauf geht nicht, also nicht für Long und zuerst runter geht nicht für Short. Das war noch nie anders. Und deswegen, ja, 30.000, aber am besten mit Anlauf und am besten irgendwie 800 Punkte tiefer ansetzen. Und dann bin ich dabei. Aber vorher ist das halt eher so eine Geschichte, die man zwar long scalpen kann, ne? Aber halt an eben nicht irgendwie laufen lassen kann. Ne? Das ist halt eben das Ding.
Gut, so, also der DAX krankt an Bewegungslegasthenie, auch wenn wir jetzt hier gerade ein bisschen was gehabt haben, aber wo war der jetzt hier gerade? 6,9. Ja. Auch wenn wir da gerade ein bisschen was gehabt haben und ich mich jetzt hier, statt irgendwie da was aufzulösen, verquatscht habe. So. 2, 3 Punkte drüber, mehr halt einfach nicht. So, würde ich halt mal sagen, wir machen jetzt hier Schluss, ne? Weil das dauert sonst einfach zu lange. Der kann immer noch irgendwie funktionieren. Wie gesagt, erste Anlaufstelle wäre für meine Begriffe hier unten. 450, einfach nur mal korrigieren zur Stundeneröffnung hin, weil da halt eben auch keine Korrektur war. Dann wären wir auch gleich wieder am VAL. Das ist für mich plausibel. Und wie lange das dauert, das steht leider auf dem anderen Blatt. Das ist das Problem in der ganzen Geschichte. Deswegen kann ich jetzt hier gar nichts anderes machen, als irgendwie das Webinar mit einem offenen Trade beenden und danach einmal gucken, was da halt passiert ist. Und aber das kann schon noch funktionieren. Alright, so. Ich hätte es gerne anders beendet, weil ich eigentlich immer ein großer Freund davon bin, Trades im Webinar auch zuzumachen und eben nicht Dinge aufzumachen, die dann halt irgendwie Longrunner werden sollen. Also langfristig. Und weil das immer so ein bisschen undankbar ist, ne? Aber jetzt geht es halt leider nicht anders, außer er kommt jetzt hier auf Anhieb irgendwie 100 Punkte runter, dann wäre natürlich nice. Den Gefallen wird er mir aber wahrscheinlich nicht oder uns wahrscheinlich nicht tun, sondern es daddelt jetzt hier auf der Stelle rum. Ich versuche noch, merkt es ja an meinem Monolog, das Timing ein bisschen rauszuzögern, aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Das wird noch ein paar Minuten länger dauern. Und man kann auch hier unten drunter, ist natürlich auch keine Empfehlung, ja. Aber ich würde vielleicht sogar hier im nächsten Anlauf auf das Low da halt auch nochmal Short irgendwie eine Runde verlängern. Und aber einfach nur, um das Ding dann halt auch irgendwie schnellstmöglich loszuwerden. Ne? So sehe ich das. Gut. Also, hat trotzdem Spaß gemacht. Mit euch, mit dem DAX natürlich nicht, mit dem macht es nicht Spaß, das ist immer Quälerei. Und sag an der Stelle mal, danke für eure Geduld auch hier mit mir und dem Markt und fürs Ertragen, wenn ich über den Markt mal meckern musste. Aber das bleibt ja beim DAX nicht aus. Und natürlich danke auch an den Nelson, ne, dass du auch so lange hier durchgehalten hast und dann auch nochmal dabei Gerne. gewesen bist. Mit dir gerne. Und ja, am Freitag geht es ja weiter mit NFP. Ach genau, stimmt. Wir Ist haben ja noch diese Woche. NFPs am Freitag, richtig, richtig. Alright, dann sage ich auch mal von meiner Seite, ja du, ja dann bis Freitag, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Also ich wünsche dir natürlich noch weiterhin viel Erfolg mit dem Trade, dass er noch aufgeht und du da sauber rauskommst. Und danke natürlich fürs Webinar. Danke an alle fürs Dabeisein und auch hier im Chat fürs Mitmachen. Ich wünsche natürlich euch oder Ihnen ebenfalls noch viel Erfolg diese Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf, bleiben Sie gesund und ja, vielleicht dann bis Freitag, 14:45 NFP Live Trading mit Dirk. Also bis dahin, alles Gute. Vielleicht bis dahin der Trade auch aufgegangen. Sehr gut. Also, dann. Danke. Ciao, danke, ciao. Ciao.